Angst und Augenlesern, das riesengroße Thema. Fast alle Patienten, wenn nicht alle Patienten, haben Angst vor einer Augenbehandlung, Augenlaserbehandlung oder Linsenimplantation. Das ist alles normal. Es ist aber sehr wichtig, dass sich vor dem Eingriff mit der Behandlungsmethode, mit dem Zentrum, mit der Technologie richtig auseinandersetzen, damit sie auch Vertrauen haben. Es ist sehr wichtig, dass Sie die komplette Einverständniserklärung genauestens durchlesen. Sie sollen so viele Fragen stellen, was auch immer in Ihrem Kopf sich abspielt, ja? Damit eben keine Unklarheiten noch bestehen. Je mehr Sie verstehen, umso ruhiger werden Sie bei der OP. Falls Sie eine Beruhigungstablette während der OP oder vor der OP brauchen, teilen Sie uns das mit. Wir werden versuchen, den Eingriff so angenehm wie möglich für Sie zu gestalten. Und natürlich, falls Sie die Idee haben, dass Sie nicht ruhig unter dem Laser liegen, das ist normal. Wir verfügen über Technologien, welche auch kleinste Augen- oder Kopfbewegungen kompensieren. Und falls eben diese Bewegung zu groß ist, dann bricht der Laser ab. Also eigentlich kann bei so einer Augenlaseroperation nicht viel schief gehen. Wir klären Sie noch vor dem Eingriff genau auf, was passiert direkt vor der OP, also was passiert auch während der OP, damit Sie auf jeden Schritt vorbereitet werden. Falls Sie zusätzliche Fragen haben noch, was mit Angst zusammenhängt, bitte stellen Sie das dem Chirurgen. Ja, Sie können auch einen zusätzlichen Termin mit uns vereinbaren. Letztendlich, wir wollen Sie auf diese OP nicht nur von der Anatomie oder von der OP-Planung gut vorbereiten, aber auch psychologisch gut betreuen. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbsttest auf unserer Webseite durchzuführen. Durch diesen Test können wir grob einschätzen, ob Sie für eine Augenlaseroperation geeignet sind. Eventuell könnten wir schon Ihnen näher die Methoden vorstellen. Der nächste Schritt nach dem Test wäre eine volle augenärztliche Untersuchung, wo wir alle anatomischen Parameter bestimmen könnten, und dadurch könnten wir Sie auch für die Operation richtig vorbereiten. Wir freuen uns auf Sie.